willkommen zurück auf der Calypso, diesem Passagierdampfer auf dem Weg in die Karibik, auf dem Weg in die Karibik, großer Gott, noch zu früh. Wir sind Nina Kalenko, diejenige Frau hier, und hatten das letzte Mal in diesem Fenster doch hier den Typen gesehen, vermutlich der von der Bar. Der mit der falschen Was macht der Perücke Arzt da in dieser Kabine? Ja, aber genau. Was im Grunde noch viel wichtiger ist. Ja, wir sollten mal nach ihr sehen. Dann werden wir das auch machen. Der nächste Schritt. Auf geht's. Ob die Gute denn noch lebt? Wer ist denn das? Er schaut sich voller Begeisterung die Fotos an der Wand an. Gut, dann werden wir uns später mal vornehmen und werden mal schauen, was denn unser Hospiz so hergibt. Die Tür zur Krankenstation ist abgeschlossen. Das hätte man nicht erwartet. Aber kannst du da reingucken? Die Arme. Hoffentlich geht's ihr bald wieder besser. Ja, ich mag sie ja nicht besonders, aber irgendwie liegt sie da ein bisschen komisch. So verdreht. Tja. So liegt doch kein Mensch. Da stimmt was ganz und gar nicht. Der Kapitän wird mich zwar endgültig für verrückt erklären, aber wenn da wirklich was passiert ist, dann muss sich schnellstens jemand drum kümmern. Okay, rein kommen wir nicht. Was hat das Tagebuch gesagt? Sorge um Katharina Jordan an Bord der Calypso. Katharina Jordan liegt so merkwürdig verdreht auf ihrer Liege in der Krankenstation und ist weit und breit niemand zu sehen, der sich um sie kümmert. Ja, das ist allerdings auch nicht verständlich, weil ziemlich sicher der Schiffsarzt über Bord gegangen wurde. Hallo, kann ich was für Sie tun? Allerdings. Ich war vorhin an der Krankenstation und mit dieser Katharina Jordan stimmt irgendwas nicht. Ich kann zwar nicht sagen, dass sie mir besonders sympathisch wäre, aber sie lag derart verdreht auf ihrem Krankenlager. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja, und der Schiffsarzt ist ein ausgezeichneter Mann. Der versteht sein Handwerk. Ja. Das mag durchaus sein, aber von dem war weit und breit nichts zu sehen. Glauben Sie wirklich, der Doktor würde seine Patientin so einfach wegsterben lassen? Ich unterhalte mich hier ja auch gerade mit Ihnen und achte trotzdem immer ganz genau darauf, dass wir auf Kurs bleiben. Vertrauen Sie dem Schiff schon automatisch, du Heinz. Sie wissen schon, was Sie tun. Mir würden jetzt ganz spontan ungefähr 1200 Gegenbeispiele einfallen. Aber ohne einen handfesten Beweis werde ich den Kapitän kaum von meinen Zweifeln überzeugen können. Einem Tag ohne Internet, weil Unity Media bei mir ein neues Produkt installiert namens Horizon und nichts funktioniert. Ihr Arzt, trägt er eigentlich eine Perücke? Nicht ganz großes Kino. Wieso? Ich hoffe, der Techniker meldet sich heute nochmal. Und er trägt definitiv eine Perücke. Hören Sie, ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber Sie haben schon so einige Merkwürdigkeiten hier an Bord erlebt. Vertauschte Koffer, verschwundene Handtaschen, über Bord gegangene Ärzte. Ja. Wollen Sie damit sagen? Ich will damit gar nichts sagen. Aber schauen Sie mal, ich habe wirklich genug mit diesem Schiff zu tun und kann mich nicht auch noch um das Unterhaltungsprogramm. Ja, er ist irgendwie beratungsresistent geworden, also, der gute Captain. Also legen Sie sich einfach in einen der Liegestühle und genießen Sie die Reise. Aber mache ich irgendwie den Eindruck einer gelangweilten Tussi, die sich den ganzen Kram hier nur ausdenkt, um im Mittelpunkt zu stehen? Anscheinend ja. Ich brauche also einen Beweis. Na, dann wollen wir mal einen besorgen. Ich überlasse Sie jetzt besser wieder Ihrer Arbeit. Danke. Wir brauchen einen Beweis. Wie schön. Wie würdest du jetzt einen Beweis herkriegen? Oh, Nina. Ein falscher Arzt an Bord der Calypso. Nina hat den Verdacht, dass sich bei dem Kabine Nummer 5 tödlichen Arzt nicht um den Schiffsarzt handelt. Dies würde sich auch mit den von ihr beobachteten Kämpfen in der Nacht decken. Aber wer ist dieser Mann? Und wie kann Nina den Kapitän von ihrer Vermutung überzeugen? Der Typ ist mal garantiert der Typ, der hier die Drinks ausgibt. Tja, wie man sieht. Aber wie können wir das beweisen? Portier, Barkeeper, vermutlich auch noch Gepäckträger, Putzmann und Koch. Als Arbeitnehmer muss man heutzutage flexibel sein. Das ist wohl so. Können wir denn mit ihm sprechen? Wo ist denn der andere Heinz?
Warum haben Sie denn jetzt auch noch den Posten des Barkeepers eingenommen? Waren Sie als Portier nicht ausgelastet? Doch, mehr als ausreichend. Aber was soll ich machen? Besondere Umstände erfordern nun mal besondere Maßnahmen. Ja, wem sagen Sie das? Wo ist denn Ihr Kollege? Eine gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Und wenn ich ihn treffe, dann kann er sich auf einiges gefasst machen. Die Frage ist, hat das Verschwinden des Barkeepers zu bedeuten, dass er was mit den Geschehnissen des gestrigen Tages zu tun hat? So weit kann man das schon kombinieren. Und wenn ja, ist er Opfer oder Täter? Ich sollte auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten, damit ich nicht die Nächste bin, um die man sich Sorgen machen muss. Okay, Mongos. Wie lange trommelt der kleine Oskar denn schon? Mir kommt es wie eine Ewigkeit vor. Aber das mag vermutlich ein sehr subjektiver Eindruck sein. Ja, vermutlich. Können Sie ihn nicht zu einer kleineren oder größeren Pause überreden? Das habe ich bereits versucht. Was allerdings ein böser Fehler war. Vermutlich hätte der Bengel längst aufgehört, wenn er nun nicht genau wüsste, dass er mich damit ärgert. Und das lassen Sie sich gefallen? Er ist der Sohn des Kapitäns. Auch noch das. Aber vielleicht schaffen Sie es ja. Meine ewige Dankbarkeit wäre Ihnen gewiss. Ich will nichts versprechen, aber ich kann's ja mal versuchen. Wir könnten einfach über Bord kippen. Ruwer, lohnt Gäste. Sich das Öffnen der Bar eigentlich? Ist ja nicht besonders viel los. Genau genommen ist hier rein gar nichts los. Aber das ist bei dem Krach ja auch kein Wunder. Wer möchte sich schon freiwillig stundenlang unrhythmisches Trommeln anhören? Aber solange keine Gäste da sind, kann ich dem Krach wenigstens mittels meines MP3-Spielers entgehen. Gut. Ich bin erstmal wieder weg. Sollte mir der eigentliche Barkeeper über den Weg laufen, dann schicke ich ihn sofort zu Ihnen, okay? Ich wäre Ihnen sehr verbunden. Ja, der sitzt in Kabine 5, das wissen wir doch nun inzwischen. Haben wir denn hier noch irgendwas, was wir nehmen können? Die CDs haben wir aber, glaube ich, alles. Zahnstocher haben wir auch alles. Die ideale Möglichkeit, sich auch Tage nach der eigenen... Ja, bla. Danke, mein Bedarf ist vorerst gedeckt. Haben wir alles. Okay, dann wärmen wir uns mal da sitzt im kleinen Gör. Der König der Bungos. Schon erstaunlich, wie viel Lärm man mit so kleinen Trommeln machen kann. Ja, man könnte ihn zum Beispiel auch mit einem Zahnstocher pieksen. Macht sie nicht! Sprechen wir mit ihm. Schöne Trommeln hast du da. Das sind Bongos. Oh, entschuldige, wie konnte ich nur? Ja. Kein Problem. Können wir die Bongos tauschen? Du machst einen ganz schönen Lärm mit den Dingern. Kannst du dir nicht eine andere Beschäftigung suchen? Doch, klar. Welche? Na, Tischtennis zum Beispiel. Hab ich ja vorher gespielt. Aber dann ist mir der letzte Ball ins Meer gefallen. So ein Pech im Bauch. Na, wie wär's dann mit Schwimmen? Nö, ist total langweilig. Ja dann, wie wär's mit Lesen? Noch langweiliger. Schwimmen ich im offenen schon, Meer wird nicht leicht, dich dazu zu bringen, mit dem Trommeln aufzuhören. Stimmt, das wird es ganz sicher nicht. Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ja, mir Rotzlöffel. Ich mag ihn, aber an dem Prädikat Rotzlöffel kommt man kaum vorbei. Der Barkeeper hat mir erzählt, dass du mit deinem Krach alle Gäste vertrieben hast. Meinst du nicht, du solltest allmählich mal aufhören? Nein! Man kann ihm viel vorwerfen, aber zumindest vertritt er seine Standpunkte klar und deutlich. Ja, das macht er mit Sicherheit. Ich überlasse dich und dieses Deck dann mal wieder dem gnadenlosen Lärm. Juhu! Ja, juhu. Können wir da nicht irgendwas noch basteln? Haben wir denn noch hier irgendwas? Können wir das Magazin ihm geben? Das interessiert ihn wirklich nicht. Damit können wir auch nichts anfangen. Können wir ihm denn die Baseballkappe? Leider auch nicht. Können wir das irgendwie verknüpfen mit irgendetwas, was hier Sinn geben würde? Nein. Meine Handtasche. Es scheint noch alles da zu sein. Ja, aber das ist jetzt irgendwie nicht zielführend oder noch weniger hilfreich. Flaschenöffner hier irgendwas machen. Wird dem die Socken schenken. Will er auch nicht haben. Marzipankartoffeln als Bestechung. Ei, Karamba. Können wir die Marzipankartoffeln nicht hier aufspießen? Nee, können wir auch nicht. Verdammt. Momentan fällt mir absolut nichts ein. Was lässt sich denn hier noch machen? Wie ist es eigentlich mit unserem Gigolo? Der ist auch weg. Sonnenliege. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas? Was ist denn da? Ach, das ist der Durchgang zurück. Ja. Sieht bequem aus. Eigentlich hatte ich mir die Überfahrt so vorgestellt. Einfach nur im Liegestuhl rumgammeln.
Stattdessen plage ich mich mal wieder mit allen möglichen und unmöglichen Problemen rum. So ist es. Mir ist gerade nicht so wirklich nach Baden. Das ist schade. Cool ist vielleicht etwas. Ja. Hier ist auch nichts. So, haben wir denn hier noch irgendwas? Das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Und ich kann hier irgendwie nichts kombinieren. Die Verkleidung könnte ich hier über den Kopf. Das geht auch nicht. Die Verkleidung doch mit der Baseballkappe. Es funktioniert nichts. Mir fällt auch im Moment nichts ein. Jetzt müssen wir mal mit dem Quaken. Hallo, Herr Lee. Hallo, Frau Kalenko. Ach, das ist der Lee. Ja. Sind Sie ausschließlich zur Erholung an Bord? Ich halte das so wie Sie. Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ich bin unterwegs zu einer Tagung der IFEPA. Wer darf ich fragen? Hölle ist IFEPA? Klar, der Internationalen Vereinigung der Entdecker von Prominenten im Alltag. Darf ich nochmal fragen? Es gibt doch in fast jeder Zeitschrift diese sensationellen Schnappschüsse von Prominenten in möglichst peinlichen Situationen. Ja, an denen kommt man ja kaum vorbei. Wir sind ebenfalls auf der Jagd nach Fotos von Berühmtheiten. Aber wir klettern nicht auf Bäume und wir kriechen auch nicht durch die Kanalisation. Wir haben einen Ehrenkodex. Ach. Aha. Es geht darum, den Prominenten in einer ganz alltäglichen Situation in der Öffentlichkeit zu erwischen. Also beispielsweise beim Einkaufen im Supermarkt oder beim Autofahren oder während eines Spaziergangs. Klingt interessant. Mhm. So. Ich dachte immer, Chinesen könnten kein R aussprechen. Und ich dachte immer, Russen würden den ganzen Tag nur Wodka trinken. Ja, das tun die auch. Ja, es geht doch nichts über Klischees und Vorurteile. Eine hübsche Sammlung an Fotoapparaten haben Sie da. Sind die nicht ganz schön schwer? Doch, sind sie. Aber es ist mir mal passiert, dass ich Gina Turner in einem Autohaus getroffen habe. Mir kamen fast die Tränen vor Freude. Und dann hat der Fotoapparat nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Er ging einfach nicht. Gina Turner! Von diesem Trauma habe ich mich bis heute nicht wieder so richtig erholt. Nachvollziehbar. Tja, seitdem habe ich immer mindestens 3 verschiedene Kameras dabei, damit mir so etwas nie wieder passieren kann. Gut, was machen wir denn? Sie scheinen völlig fasziniert von den Fotos zu sein. Meine Faszination hält sich bisher, ehrlich gesagt, in engen Grenzen. Nur die unbekannte Schönheit unter der Birke ist wirklich faszinierend. Allerdings ist sie, glaube ich, nicht prominent. Zumindest noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Und es hat ja auch jeder mal klein angefangen. Mein erster Promi war damals übrigens Sophia Loren, die sich bei einer Kaufhauseröffnung aus Versehen etwas zu lange über einem Lüftungsgitter aufhielt. Okay, ja. Leider stellte sich heraus, dass es gar nicht Sophia Loren, sondern irgendein Double war. Und es war auch kein Versehen, sondern vom Kaufhausbesitzer genauso geplant. Ja. Trotzdem war es der Beginn meiner Leidenschaft für Promi-Fotos. Und die Fotos an der Wand können nicht einmal mit einem Sophia Loren-Double mithalten? Bislang noch nicht, aber ich habe auch noch nicht alle Fotos angeschaut. Vielleicht ja, aber 3 Fotos ist natürlich eine große Menge. Allerdings bin ich in dieser Beziehung mittlerweile ziemlich verwöhnt. Mich reizen nur noch echte Stars. Und die würden sich vermutlich kaum auf so einem Schiff rumtreiben. Nee, aber wir haben einen echten Mörder. Gibt es immer wieder. Da haben Sie auch wieder recht. Meistens trifft man Promis genau da, wo man sie am wenigsten vermutet. Mir ist zum Beispiel mal ein Bundeskanzler auf der Damentoilette begegnet. Das war dem vielleicht peinlich. Das kann ich mir vorstellen. Aber was haben Sie denn auf der Damentoilette gemacht? Das ist eine lange Geschichte, die, Sie würden das vermutlich nicht verstehen. Ja, wahrscheinlich. Nein, vermutlich nicht. Könnte ich mir wohl mal eine Ihrer Kameras ausleihen? Tut mir leid, aber die verleihe ich nie. Seit der Geschichte damals mit Gina Turner. Ja, ja, schon klar. Aber es wäre nur für ganz kurz. Nur die Polaroid und es wäre wirklich ganz extrem wichtig. Bedauere, aber wenn aus irgendwelchen Gründen jetzt plötzlich doch noch ein Promi auftauchen sollte, deine anderen Kameras klar. würden nicht funktionieren und der Promi hätte das Schiff wieder verlassen, bevor sie mit der Kamera wieder da sind. Meinen Sie nicht, dass die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario deutlich niedriger liegt, als das Risiko, hier und jetzt von einer Kokosnuss erschlagen zu werden? Das ist eher wahrscheinlich, Sie werden überrascht sein, wie viele Leute... Okay, schon gib's auf. Gut, ich sehe schon, mit Argumenten kann man ihm nicht kommen. Könnten... Falls mir noch ein paar Promis über den Weg laufen sollten, gebe ich Ihnen Bescheid. Das wäre nett. Ja, das wäre nett. Mit dem Magazin können wir jetzt hier aber auch nichts bei ihm irgendwie noch reißen.
Was fehlt uns denn zum Kuckuck? Damit können wohl Durchsagen für die Gäste gemacht werden. Aber was für eine Durchsage soll ich da machen? Der Portier steht ja zurzeit hinter der Bar. Ich sollte die Gunst der Stunde nutzen. Aha. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Was passiert jetzt? Faulte das Wasser. Und täglich ging einer über Bord. Ja, das hatte ich als Text für meine letzte Folge dieses Explays. Und? Du? Der ist eindeutig zu hoch, um drüber zu schauen oder zu springen. Der geht aber schon mal beiseite. Ich komme noch nicht ans Mikrofon. Der Portier steht ja zurzeit hinter der Bar. Ich sollte die Gunst der Stunde nutzen. Wir lagen. Okay, das ist. Das ist dasselbe. Hm? Und nu? Was hat das jetzt bewirkt? Es hilft. Aber das hilft ja nichts. Ich habe ja keinen. Keine Kamera, um den zu fotografieren. Fremde Kabine, diese Perücke und dann die Kampfszene gestern Nacht. Auch wenn sich der Kapitän scheinbar um nichts anderes kümmern kann, als imaginären Eisbergen auszuweichen. Wenn ich ihm einen eindeutigen Beweis liefere, dass hier etwas Seltsames vor sich geht, wird er sich dem kaum noch verschließen können. Ja, also wir müssen irgendwie ein Foto von ihm machen. Das Foto bekommen wir aber natürlich mal wieder nicht, weil wir von dem guten Chinesen da kein... Momentan habe ich eine leichte Blockade. Was liegt denn da? Eine Rolle Alufolie. Ja, ist egal. Mitnehmen. Bücken, Popo zeigen, mitnehmen. So, mein Freund. Ich hatte gehofft, Gigolo, dass er heute nicht ganz so schmierig aussieht. Aber auch diese Hoffnung kann ich hiermit bekommen. Ja, von der Lippe Hawaii-Hemden, das ist schon das allerletzte, aber egal, müssen wir kurz mit ihm quaken. Hallo, ich... Hallo, schöne Frau, das trifft sich ja gut, dass ich Sie hier treffe. Haben Sie schon an unserer fantastischen Verlosung teilgenommen? Hä? Nein, nicht, dass ich wüsste. Na, dann wird's aber Zeit. Sonst verpassen Sie noch einen unserer tollen Preise. Und die wären? Ich hab mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Dass ich Fleming Olsen heiße, wissen Sie ja mit Sicherheit. Ja, natürlich, oder? Klar. Der Name hat sich eingebrannt. Aber Namen sind Schall und Rauch. Ich erinnere mich auch so noch sehr genau an Sie. Prima. Ich hinterlasse bei den meisten Menschen einen bleibenden Eindruck. Ja, das ist richtig. Hat man mich einmal getroffen, dann vergisst man mich so schnell nicht wieder. Ja, das kann man wohl sagen. Was Sie aber bestimmt noch nicht wussten, ich komme von Sonnenpfeilreisen, dem größten und vor allem beliebtesten Reiseveranstalter Europas. Aha. Wir organisieren Busreisen zu allen möglichen und unmöglichen Reisezielen. Sie suchen eins aus, wir bringen sie hin. Aber nicht einfach nur so. Unsere Komfortbusse ermöglichen Ihnen, ausgeschlafen und ausgeruht an Ihrem Reiseziel anzukommen. Und? Prima. Was ist denn nun mit der Verlosung? Ach ja, hätte ich fast vergessen. Selbst nach so vielen Jahren gerate ich nämlich immer noch... Das wäre die Möglichkeit, können wir eventuellerweise an eins der Modelle rankommen und die vielleicht da wäre 1000... Zum Beispiel, na, jetzt nicht eine ewig lange Katze hin? Ja, einige Zeit später, war zu befürchten. Verlosung. Wie ist denn das mit der Verlosung? Was genau kann ich gewinnen? Und wie? Ja, gut, dass Sie fragen. Sie sehen hier auf dem Tisch ja schon ein paar Wahrzeichen einiger Tourenziele, die wir bei Sonnenpfeilreisen anbieten. Jeder, ja, der Teilnehmer muss nur Akropolis, das Wahrzeichen was, einer dieser Städte nachbauen. Ist. Schon hat er die Chance auf ein unglaubliches Erlebnis, das er nie vergessen wird. Ja, ich kenne auch einige Leute, die mit dieser Gesellschaft gefahren sind und das bis an ihr Lebensende vermutlich nicht mehr vergessen können. Wie gesagt, einige Passagiere haben bereits teilgenommen, deshalb stehen nicht mehr alle Städte zur Wahl. Aber noch ist die Auswahl trotzdem recht groß. Paris, ach, London, Atomium soll das Bruch sein? Na ja, gut. Wien. Suchen Wien? Sie sich aus, welches Wahrzeichen Sie nachbauen wollen. Und dann gewinne ich eine Reise? Unter allen Teilnehmern wird eine Reise aus unserem überwältigenden Angebot verlost. Und wenn ich gewinne, kann ich mir dann aussuchen, wohin?
Sie müssen sich dann um gar nichts mehr kümmern. Wir holen Sie quasi vor Ihrer Haustür ab und bringen Sie bis ans Zielhotel. Auch die Ausflüge sind für Sie natürlich selbstverständlich kostenlos. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Kann ich mir das Reiseziel aussuchen? Auch das übernehmen wir für Sie. Ja, das war klar. Schauen Sie einfach eines der noch fehlenden Wahrzeichen nach und Sie erhalten von mir eine Lottokugel mit Ihrem Namen. Ja, die Lottokugel wäre das Bildchen für den... Im nächsten Hafen bringt jeder seine Kugel mit, wenn von mir persönlich der glückliche Gewinner einer großartigen Reise gezogen wird. Okay. Ich bin dann erstmal wieder weg. Schade. Aber kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. Ich freue mich immer über... Also, wir müssen da nachbauen, dann bekommen wir diese komische Kugel, die könntest du mir dem kleinen Jungen geben, dass er da oben wieder renitent... Einige der berühmtesten Wahrzeichen Europas, auch wenn der Wiedererkennungswert bei den meisten eher gering ist. Was soll ich denn da jetzt bauen? Was hat er gesagt? Wien... Bla, bli, blo... Steht da irgendwas drinne? Nee, tut es nicht... Hat ihr nochmal welches kann ich nachbauen? Ich hätte da noch ein paar Fragen. Ja, genau. Immer raus damit, schöne Frau. Die Fragen, die ich nicht beantworten kann, müssen erst noch erfunden werden. Das dachte ich mir. So, also... Wie war das nochmal mit der Verlosung? Sie bauen einfach ein Wahrzeichen der noch verfügbaren Städte. Paris, London, Brüssel, Wien. Paris. Ich bin dann erstmal wieder weg. London. Schade. Aber kommen Sie gerne jederzeit wieder vorbei. London, den Tower, da können wir nichts machen. So, Paris haben wir unseren Eiffelturm. Ja, darüber würde ich mich auch freuen. Wien hat auch ein Wahrzeichen, irgendeine Burg oder irgend sowas. Ach, großer Gott, Alufolie. Das muss. Wollen wir mal kurz überhaupt mal gucken. Können wir die Alufolie denn schon mal mit irgendetwas. Ja, das geht schon mal. Alustocher. So, Alustocher. Das geht irgendwas hier. Irgendwas fehlt noch, sonst hat die Konstruktion wenig Sinn. Ja. Aber was könnte denn jetzt noch fehlen? Eine Schlüsselkarte, das macht er nicht. Das macht er auch nicht. Macht er auch nicht. Nein, das macht er auch nicht. Kann ich irgendwie... Diese was will sie denn mit dem Marz? Was soll das für ein Dings geben? Irgendetwas fehlt noch. Ah, okay. Also, das hier? Mein Ticket zu einer potenziellen Traumreise. Ich baue das Atomium nach. Das schaffen selbst so bastelmäßig völlig unbegabte Leute wie ich. Gut. Wenn ich damit keinen Preis gewinne, dann weiß ich aber auch nicht. So, dann werden wir das hier dem mal überreichen. Beitrag. Kann ich jetzt diese großartige Reise gewinnen? Das Atomium? Na, da haben Sie sich aber wirklich das Leichteste aller möglichen Ist egal, Wahrzeichen gib den komischen Ball her, du Knallcharge. Hey, machen Sie mein Kunstwerk nicht schlecht. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ist ja gut. Auch solche Beiträge haben eine Chance, unsere tolle Reise zu gewinnen. Hier, diese Kugel bringen Sie bitte zur Verlosung im nächsten Hafen mit. Und mit etwas Glück... Sitze ich bald im Bus zwischen Leuten mit Fußgeruch und schreienden Kindern. Ich freue mich schon. Sie müssen die Reise nicht gewinnen, wenn Sie nicht wollen. Doch, Entschuldigung. Bin gerade wohl einfach nicht so gut drauf. Das hier sollte eigentlich auch schon Urlaub sein, aber vielleicht habe ich ja gut, beim nächsten dann Mal jetzt mehr her mit dem Ball. So, jetzt haben wir nämlich genau das Ding, die Lottokugel. Und diese Lottokugel dürften wir jetzt dem kleinen Jungen da oben andrehen lassen. Andrehen. Das ist... Moment, Ausgang. Hier, genau. Mit dem schönen Wetter scheint es vorbei zu sein. Da braut sich mächtig was zusammen. Egal. Wir gehen zum Sonnendeck. Aber das machen wir jetzt erst in der kommenden Folge, dass wir ihm die Kugel geben. Dann hört er auf zu spielen. Dann ist er zufrieden. Aber wir müssten den noch überzeugen, dass wir noch irgendwie brauchen eine Kamera von dem Chinesen. Da weiß ich noch nicht, wie wir die machen. Aber das kläre ich in der kommenden Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch heute einen wunderbar sonnigen Tag. Macht's gut. Bye bye. Und ciao. Nun gut, dann ist die weitere Vorgehensweise, denke ich mal, relativ erstmal logisch, dass wir den Jungen überzeugen können, mit den Bongos aufzuhören, dass wir dann was gut haben bei dem Portier. Aber wir müssen unbedingt an eine der Kameras von Lee dran. Und da weiß ich noch nicht, wie wir den überzeugen können. Vielleicht zusammen mit dem Portier. Oder der Portier spielt einen Prominenten nach, weiß der Teufel was.
dass wir da irgendwie das schaffen und wir dann endlich ein Foto von dem Typen, das ja nur ganz sicher der Barkeeper ist, mit einer Perücke im Raum Kabine Nummer 5 machen, das dem Captain zeigen und der dann reagiert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so ganz, wie wir uns das vorstellen, wird sich das eh nicht umsetzen lassen oder irgendwas kommt dazwischen. Ja, haben wir schon gehört. Ein Sturm zieht auf. Da müssen wir überlegen, was machen wir dann? Aber das klären wir erst in der kommenden Folge hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.